So, Straw-mäßig müsste dann wieder gehen. Und wie sieht's denn aus? Da hinten bräuchte man noch ein bisschen Bildungsbusse, ne? Weißt du ja? Ich würde gern mal... Kann ich aber nicht. Na gut. Bald. Vor allem nicht genehmigt, weißt du? Das ist so blöd. Als ob man sich das genehmigen lassen müsste, dass eine Katastrophe kommt. Knauser GmbH. So, wir brauchen immer noch alter Residentials. Brauchen wir ohne Ende. Wir haben zu wenig Kunden. Wie viel soll ich denn noch bauen? Wohngebiete? Ich kann natürlich da noch alles wohngebietig verarbeiten. Ich glaube, das mache ich dann mal so. So. Und dann haue ich mir da natürlich noch ein paar Wohngebiete hin und da. Und hier können wir dann irgendeinen Scheiß mit reinbauen. Das lasse ich erstmal offen. Können wir gucken, was wir da reinbauen später. So, schauen wir mal. Hier ist die Dichte noch auf der Hälfte. Hier habe ich ja ausgebaut, die Straßen, ne? Wir erinnern uns, da habe ich die Straßen ausgebaut, damit hier dichtere Häuser herkommen können. Was? Ah ja, immer ohne Unterricht. Ich raff das nicht mit dem Unterricht. Das ist mir echt ein Rätsel. Aber wir haben auch nur eine Grundschule. Und das raff ich eben nicht, warum man nur eine Grundschule bauen kann. Das ist mir wirklich... Ich verstehe es nicht. Nicht angemeldet Sim 26. Angemeldet Sims. Na, Technikstufe ist irgendwo weit unten. Ferner liefen. Ausbildungskarte. Da sind jetzt alle angemeldet, da hinten nicht. Technologiekarte ist natürlich... Pff, Technikstufe der Industrie. Pff. Scheiße, das würde ich mich gerne ändern. Und da unten brennt es natürlich wieder. Ah ja, keine Müllabfuhr. Ach so, ja, ja. Na dann, na dann. So, wir nähern uns langsam hier dem Kartenende auf jeden Fall. Da oben auch. So, wir bauen hier irgendwie horizontal. Wir müssen aber bald mal vertikal bauen. Also nach hier oben, so ein bisschen. Ach, ist ja süß. Guck mal da hinten. Hahaha. Ha, ha. Wir wollen unsere Schnauze halten! Wir wollen unsere Schnauze halten! Wir wollen unser Recht auf Schnauze halten! So, das was? Das Engelside. Woodland Park. Oh, my dear Mr. Woodland. How could you? So, strommäßig sind wir jetzt wieder im Grün. Das ist sehr gut. Das haben wir zum Glück noch deichseln können. Bin ich ja happy drum. Und hier unten müssen wir wirklich mal gucken, was wir da machen. Auf jeden Fall für die Bildung, die wir ja nicht haben, baue ich da auch noch mal ein paar Schulbusse hin. So, ja, Bildung ist mir sehr wichtig. Ist mir immer ein Anliegen. Wir haben 45.000. 45.000 Simoleons. Maxes Herrenhaus. Muss ich das wirklich? Das ist so teuer. Aber der macht ja alles. Der kämpft ja auch gegen... Komm, wir probieren es mal aus fürs Let's Play. Machen wir das einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Nur falls reißen wir es wieder ab. Maxes Herrenhaus. Passt genau dahin. Okay, ja, dann hauen wir es hier hin, ne? Also, da nach unten wäre mir lieb. So. Max's Man! Yeah! Verletzte retten. Was? 500 Simoleons? Was? Alter, was ist das für eine Geldhure?
Behandle Verletzungen, erfordert Garage, erfordert Reticulator. Ach so, ach, das braucht er, was, 30.000? Reticulator Landeplatz, willst du mich verarschen? Turbowagengarage, 15.000, was? Hey, da war Maxis Man. Was tut er? Er hängt da so rum. So sieht er also aus. Held der Helden. Okay, der macht also nichts ohne Bezahlung und wir müssen ihm alles, sowieso alles spendieren. Verletzte retten. 500 Simoleons. Aber das ist nur einmal, ne? Maxis Man auf Patrouille. So. Ach, da ist Maxis Man auf Patrouille. Patrouille. So, Maxis Man auf Patrouille. Unterwegs, um einen verletzten Bürger zu heilen. Was hat denn der für ein Knattermobil? Beeindruckend ist das aber nicht, Freundchen. Dem, 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 dem. Naja, war ein Versuch wert. Auf jeden Fall haben wir Maxis Man in der Stadt. Ich hoffe, das steigert die Zufriedenheit. Wir lieben die neuen Gebäude der Stadt. Ah ja, ohne Unterricht. Na nü. Habt keine Angst, Maxis Man ist hier. Damit meine ich mich, weil ich so awesome bin. Hallo, Grunk, sehr erfreut. Mein Maxis-Scanner empfängt Notrufe von bedauernswerten verletzten Bürgern. Das war doch zweifelsohne dieser ruchlose Doktor V.U. Keine Sorge, ich habe meinen unglaublichen Defibrillstrahl. Da steckt viel Forschung drin. Ich kann diese armen Verletzten retten gegen einen kleinen, nun einen kleinen Unkostenbeitrag. So, sorgen Sie dafür, dass Maxis Man 3 Sims heilt. Das erste haben wir schon. Dann schauen wir mal, wie der hier am Rumheilen ist, weil wir haben ja auch das Krankenhaus mit einem Wagen. Einem einzigen. So, was ist hier? Baut mehr Büros. Leckt mich mehr am Arsch. Oh, was ist das denn hier jetzt Großes? Baut mehr Büros, holt mehr Müll weg, immer nur am Heulen. Es ist doch widerlich. Mehr Büros. Mehr, mehr, mehr. 38. Nationalbank. Mehr Büros. Da ist die Freude riesengroß bei Büros. Was habt ihr bloß? Was habt ihr bloß gegen Büros? Besser als arbeitslos sind die Büros. Bloß baut mehr Büros. Wackelt mit dem Popo und baut mehr Büro. Lalalalalala. Wir haben Schilder, die sind ziemlich cool. Darum halten wir sie auch gern in die Höhe. Das sind super Schilder, die haben wir selber bemalt. Und darum zeigen wir sie hier. Jo. Ach, das ist einfach nur so ein paar Leute, die ihre Schilder zeigen wollen. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich dachte schon, es wäre was Ernstes. So. 22 Bücher verliehen, aber Büros haben wollen, wa? Ich glaub's auch. So, ich glaube, da bietet sich jetzt doch nochmal was an. Komm, das mache ich jetzt mal. Ich mache da mal einen von Bäumen gesäumten Gehweg hin. Bringt jetzt nicht so viel, glaube ich. Ach doch, scheinbar doch. Boah,
Bäume. Alle Menschen lieben Bäume. Denn alle Menschen haben Träume. Und Freiräume sind auch ganz gut. Oh Gott, ich sollte weniger seiern hier. So, hier wird... Ah, da wird schon wieder auch was Neues gebaut. Das ist ja fantastisch. Gleich in der Klinik wird bestimmt was Gutes, Krebserregendes, damit wir hier auch mehr Patienten kriegen. War nicht witzig, ich weiß. Entschuldigung. Boah, man kann sie auch anstellen. So, apropos anstellen, was stellen wir denn jetzt Schönes an? Da werden ein paar Häuserchen gebaut. Industrie könnte man wieder ein bisschen brauchen, aber ich will trotzdem die Bildung in die Höhe treiben. Aber ich fürchte, ich muss Einwohner. Einwohner ist besser als kein Wohner. So. Mach ich hier nur Wohnraum hin. Oder was anderes? Vielleicht doch eher. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht normal reden, muss ich so singen. Vielleicht weil ich so bin. Ja, weil ich es bring. Mach ich mein eigenes Ding. So, da machen wir auch nochmal schön Wohnhäuser hin. Überall Wohnhäuser, 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 Menschen, 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 Massen, Massen, Massen. Wunderbar. Es ist so wunderbar. Ich halte ja schon die Schnauze. Oh, ich habe mich geirrt. Ich halte ja doch nicht die Schnauze. Weil es hoffentlich keinen stört. Mittlere Dichte Hauptstraße. Ja, wir bauen ein wenig aus. Das freut auch den Ausbau-Klaus. Wer auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Hörte sich gerade nur so super an. So, hausmäßig ist ja doof, weil wir brauchen ja eigentlich nur die billigen wieder, ne? Wie sieht es strommäßig aus? Strommäßig sind wir im Überschuss, sehr gut. Wassermäßig alles gut, auch im Überschuss. Das ist ja ganz gut. Tja, und jetzt muss ich gucken, dass ich noch Industrie da hinten hinbaue. Ich will eigentlich gar nicht. Und natürlich auch mehr Büros. Mehr Büros. Also bei Bäumen bin ich ja ganz rigoros, ne, mit den hohen Baumreihen hier. So. Das sollte hoffentlich reichen. Da sind eh Einwohner, da mache ich einen Gürtel mit Industrie vielleicht an die Hauptstraße, was nicht so geil ist, aber naja. Dafür haben wir da unten ja auch die Abgasscheiße und Mülldeponie und sowas. Das heißt, es würde da eigentlich schon passen. Alter, ich baue hier einfach Straßen ins Gemüse. Habe ich aber schon immer so gemacht bei SimCity, muss ich ja zugeben. Hier mache ich dann mal so. Ne, mache ich nicht. Oh, ein Zug, ein Zug, ein Zug. Oh, wie cool. Zug haben wir auch noch nicht, ne? Wir sind ja auch ein bisschen unter Zugzwang. Ich müsste nämlich mal vielleicht hier durch die Mitte so einen Zug leiten oder so. Was wird denn das hier bloß? Immer noch mehr Büros. Keine Müllabfuhr. Was haben die denn bloß?
Ich verstehe es nicht. Da werden vielleicht ein paar nicht geleert, aber... Oder sind die vielleicht da hinten irgendwo, dass die Müllabfuhr da nicht mehr hinkommt und ich dann eine neue brauche? Aber ich sehe auch keine Mülltonnen vor den Häusern oder so. Ja, komische Klamotten dann teilweise. Ne, hier ist nirgends Abfall und gar nichts. Verstehe ich nicht. So, das sieht ganz gut aus. Stadt. Einheimische Besucher, Pupp, Wohlstand der Bevölkerung, halb mittel, halb niedrig. Hoch würde ich gerne hinkriegen. Details, Arbeitslose. Ich habe Arbeitslose, aber halt von den Besserverdienenden. Die nicht so gut verdienen. Ah, Mann, Alter, ich brauche dringend Bildung. Ich brauche dringend bessere Industrie. Ich bin verzweifelt. Verzweifelt. Und ich brauche Industrie. So viel wie noch nie. So viel wie noch nie. So viel wie noch nie. Wer braucht Industrie? Wer braucht Industrie? Ich mag auch Industrie. Da mach ich mal, jetzt zieh ich mal lieber eine Straße durch. So, und dann hau ich da einfach... Zack, zack. Und vielleicht... Ja, doch, komm. Der Wind geht ja eh nach da. So, da bin ich mal gespannt. Ein bisschen Industrie haben wir damit abklabustert. Strommäßig, alles noch im Grün. Alles noch im Grün, sehr gut. Notfalls können wir noch ein Windrad hinzaubern. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Kohle ausgegeben. Da müssen wir wieder ein bisschen sparen. So, häusermäßig. Habe ich hier die Grundstücke alle abgesteckt oder nur da oben? Ach, nur da oben, okay. Ich dachte gerade, jetzt ziehen hier keine mehr her. Maxis Man. Maxis, was der Maxis kann. Verletzte retten. Nichts kann der. Popularitätspunkte 25 von 5000. Die alte Nasalgeburt. Der kann ja gar nichts. Hat nicht mal einen Verletzten gerettet, glaube ich. Ne, nicht ein. Hey, ich hab eine fette Party gehört. Da unten ist ja eine fette Party. Wie cool. Finde ich gut, dass sie sich so amüsieren. Maxis Man. Ich könnte da hinten ja auch mal was Schönes hinbauen. Einfach mal so einen Riesenpark. Gibt's nicht sowas? Ein großer Schlenderpark. Klassisch. Ein Amphitheater. Oh. Die Bildungselite. Ja. Erhöht Grundstückspreise für obere Einkommensschicht. Ja. Minus 84 die Stunde. Nein. Erhöht Grundstückspreise für obere Einkommensschicht. Und Natur, was macht was? Wird etwas grün. Hm. Plaza. Erhöht Grundstückspreise für obere Einkommensschicht. Ja! Für obere Einkommensschicht, ja! Kann ich da nicht, kann ich nur, von Bäumen gesäumte, erhöht Grundstückpreise für mittlere Einkommensschicht? Ich reiß den mal eben weg und baue mal was anderes hin. Ekelhaft, wie kannst du nur? So, machen wir mal einen einfachen Gehweg hin. Mal gucken, was passiert. Huch. Also Leute freuen sich und wir haben hier einen super Gehweg, der... Wow, also da flasht mich einfach. Der ist so super. Der als Gehweg ist ja schon total super. Ich habe selten einen supereren Gehweg gesehen, der so super ist wie unser super Gehweg da drüben. Ach, da haben wir ja schon alles.